Heidelberg hat als erste deutsche Großstadt ein kommunales Klimaschutzkonzept verabschiedet. Das ist bereits 27 Jahre her. Heute ist Heidelberg eine Modellkommune des Bundesumweltministeriums. Das Ziel? Bis 2050 will Heidelberg seine CO2-Emissionen um 95% reduzieren und den Energiebedarf um die Hälfte senken. Heidelberg zeigt, wie Städte wachsen können, ohne Umwelt und Klima zu belasten. Seit 2009 entsteht mit der Bahnstadt ein vollständig klimaneutraler Stadtteil. Hier gibt es Platz für mehr als 12.000 Menschen. Alle Häuser, Kitas, Schulen, Geschäfte, Cafés und sogar das Kino sind in Passivhausbauweise gebaut. Die wenige Energie, die zum Heizen und für Strom benötigt wird, liefert ein Holzheizkraftwerk. Heidelberg setzt sich dafür ein, dass jeder umweltfreundlich ans Ziel kommt. Mit dem Mobilitätsnetz baut die Stadt ihr Straßenbahnnetz aus. Insgesamt werden hier über 130 Millionen Euro investiert. In den kommenden Jahren werden außerdem Busse auf E-Antrieb umgestellt. Eine zentrale Rolle spielt der Radverkehr. Heidelberg gehört zu den Städten mit dem höchsten Radverkehrsanteil in ganz Deutschland. Das fördert die Stadt ganz gezielt mit Maßnahmen wie Radschnellwegen und Radbrücken. Zudem fördert die Stadt zahlreiche umweltfreundliche Projekte. Zum Beispiel gibt es eine Prämie für Ökoautos sowie Förderprogramme für energiesparendes Bauen und Sanieren. Auf Plätzen und Freiflächen können sich Menschen und Tiere an bienenfreundlichen Pflanzen erfreuen. Schon zweimal erhielt Heidelberg den Nachhaltigkeitspreis European Sustainable City Award. Heidelberg hat 2015 zudem den Global Green City Award der UN erhalten. Die globale Klimaveränderung beschäftigt weltweit internationale, nationale Regierungen, aber vor allem auch die kommunale Ebene und die städtische Ebene. Und ich glaube, wir können sehr viel erreichen, wenn wir ambitionierte lokale, städtische Ziele haben, wenn wir global denken und lokal handeln und auch eine klare Umsetzungsmatrix haben, wenn wir über die nationalen Gesetzgebungen hinausgehen und uns nach technischen Standards orientieren. Und ich glaube, das machen wir. Wir brauchen aber für die Zukunft noch ambitioniertere Ziele, gerade in den entwickelten Ländern, die hier eine Vorbildrolle auch übernehmen sollten.